finde ich ganz gut so, wie die, wie das so, so Kosten ist da. Und das ist interessant, weil die Zeichnung ist wirklich von 2004 und aha, das ist, glaube ich, von vor 2 Jahren habe ich die gemacht. Ja. Aha. Also es dauert einfach Zeit, bis man das dann auch umsetzen kann. Ja. Was ist das jetzt für ein Material? Das ist jetzt auch in Wachs modelliert und dann eine Silikonform gemacht und die dann ausgegossen mit Gips patiniert. Was sagen die Frauen dazu? Ja, unterschiedlich. Die Frauen finden das hin und wieder auch verstörend, glaube ich. Ja. Aber gut, es gibt die und die. Also ich hatte auch schon Kommentare, irgendwie so das hässliche Ding oder so. Oder mein Gott, ist die hässlich oder. Ja, 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 das. Aber das ist halt die Formelsprache so. Ne? Also, genau deswegen, weil man eben den Schritt aufzeigen wollte, von der ersten Idee, von der Skizze, von einer zweidimensionalen Skizze zu einem dreidimensionalen Objekt. Und es gibt eben, wie schon erwähnt, zu fast jeder Plastik auch eine Vorarbeit in Form von einer Skizze. Ja. Das kann so einfache Strichbleistift-Skizze sein wie hier. Oder teilweise auch zur Verdeutlichung von der Plastizität mit Farbe oder mit mehr Schatten. Ja. Aber als Bildhauer reicht mir eigentlich fast immer so eine einfache Bleistiftskizze. Mhm. Eben weil man auch immer, wenn man jetzt um eine Figur rumgeht, auch immer diese Kontur sieht. Ja. Immer halt ein bisschen anders, aber es entsteht eigentlich so ein Bild über die ganzen Silhouetten eigentlich. Ne. Und deswegen komme ich als Bildhauer eigentlich mit dem ganz gut aus, und wenn man sich die Zeichnungen vom Rodin zum Beispiel ansieht, dann ist das auch ganz ähnlich. Also das sind auch meistens ganz einfache Linien, Bleistiftlinien, die man da sieht, teilweise koloriert. Und wie geht es dann weiter? Dann geht es weiter, das könnte man jetzt auch könnte ich Ihnen zeigen an einem Modell, wie das weitergeht, wie man dann den nächsten Schritt geht, eben dass man von der Skizze zu einer Wachsmodell, Wachsplastik erstmal als Ausgangspunkt dann für den Guss. Ja. Bevor man jetzt anfängt mit dem eigentlichen Modellieren, muss man sich so ein kleines Gerüst bauen, damit das halt nicht umfällt. Ne. Das ist also die technische Seite an dem Ganzen, das ist halt auch wichtig, weil man sonst eigentlich gerade am Anfang bitter enttäuscht wird, wenn man halb fertig ist und man hat oben so viel Gewicht drauf. Dann kippt die ganze Figur um und man muss eigentlich neu beginnen. Ja. Deswegen ist ein gutes Gerüst wichtig. Und das mit dem Wachs ist halt so eine sogenannte auftragende Technik, deswegen spricht man auch von Plastik, im Unterschied zur Skulptur, wo man ja eigentlich wegnimmt. Und das ist eigentlich das, was mich so fasziniert und was mir gefällt an der Geschichte, dass man ihn auftragen kann und wieder was wegnimmt. Ja. Man sieht es ja eh jetzt an der Art, wie das eben modelliert ist, dass das eben in so Schichten aufgebaut ist. Ne? Ja. Also das heißt, wenn man eine Schicht hier nicht schließt, dann entsteht ein Riss, was auch eigentlich auf einmal auch ganz reizvoll ist für mich. Ja. Mhm. Dass man auch immer so den Kontrast hat zwischen glatte Flächen und aufgerissenen. Das, und das Aufgerissene soll aber so sein? Das bleibt so, ja. Genau. Das ist, entsteht auch eigentlich durch die Formbildung. Ja. Also eben wenn sich zwei positive Formen hier treffen, ja. Man könnte es jetzt auch schließen, ja, aber das, wie gesagt, das hat für mich einen Reiz, wenn es offen bleibt, als Brucher irgendwo. Ja, also einfach als Bruch, es muss ja nicht immer alles schön und ästhetisch und glatt sein. Ein Mensch mit Ecken und Kanten. Genau, ja, genau. Ja, und das mögen Sie. Ja, das ist halt, für mich lohnt es sich, das genauso darzustellen, als jetzt irgendwie eine glatte, schöne Form. Das ist ja nicht realistisch, also wenn ich mir meine Oberschenkel angucke. Genau, ja, das ist dann natürlich verfremdet. Ausgangspunkt ist natürlich schon die Natur, aber aber eben mit man sieht es eh, wie das eigentlich verfremdet ist, verzerrt ist. Ne? Also das, ist momentan, das sind die Narben des Lebens. Ja, man nimmt das so mit. Ja. Das ist, genau. Momentan so formal jetzt bei mir so ein bisschen diese Sache, dass man die Formen so ein bisschen quetscht, ne, dass die dann so auseinander, dass sie flach sind und auseinander gehen. Ne, dass man eigentlich so ein bisschen so ein Erlebnis hat, wenn man so rumgeht. Dass man sich eigentlich, man denkt sich so ein bisschen, ja, das kenne ich jetzt die Form, und wenn man rumgeht, dann
Okay, das hat ja eigentlich gar nicht die Breite, wie man meint, sondern das ist viel dünner nach hinten. Ja, ja, von hier wirkt es etwas barock, oder? Ja, genau. Ja. Und von da? von hier wirkt es eher schlank natürlich. Ja. Ne? Ja. Sehr schlank, ja. Und die Wirbelsäule ist zu sehen, oder? Ja, da ist ja wieder so, dass sie eigentlich da die beiden Partien vom Rücken treffen. Ja, an der Stelle von der Wirbelsäule. Und das ist ihr Menschenbild? Das ist, ja, naja, das heißt Menschenbild. Kleiner Kopf, das, großer Körper. Ja, das hat ja nichts jetzt mit Hirnleistung zu tun oder sowas. Ne? Aber ja, das ist natürlich jetzt, Gartenzwerg wäre jetzt das totale Gegenteil von meinen Figuren. Ne? Großer Kopf. Großer Kopf, Abi-Kopf, oder? Genau, ja, also so soll es eben nicht wirken. Ne? Mhm. Kleiner Kopf lässt die Figur eigentlich monumentaler wirken, größer als sie eigentlich ist. Ne? Mhm. Wie groß wird die dann? Bleibt die so? Bleibt so, ja. Bleibt so. Es ähnelt sich alles, ne? Ein bisschen. Seit 2006. Also ich habe gesehen, dass das Bild, was sie uns gezeigt haben, da die Zeichnung war von 06, ne? Ja, 2006. Genau. Ja, ja. Und wie sind Sie darauf gekommen, auf diese... Auf die Formensprache? Ja. Ach, über Studium eigentlich so ein bisschen, dass man da Aktstudien macht und dann eben versucht, da ein bisschen wegzugehen von der Natur und was Eigenes zu finden, ja, wo man halt weiterarbeiten kann. Halt dran, ja. Also sicher sind die Sachen ähnlich, ne? Das ist ja irgendwo mein eigene Stil, Sprache. Ja, meine Sprache, aber ich versuche da jetzt schon immer, ja, eigentlich auch für mich was Neues auszuprobieren, oder wenn man eben so eine Idee hat im Kopf. Ne? Und bei Holz, Sie haben auch Holz... Skulpturen, ja, genau. Da nimmt man weg, oder? Nimmt man halt nur weg, ja, genau. Also das mit drauf tun, schwierig. Ja. Masse wieder aufbringen, schwierig, ne? Genau. Das hatten Sie aber vorher gemacht? Ja, das würde jetzt nicht ausschließen, dass das nicht nochmal kommt, aber momentan passt das halt mit dieser auftragenden Technik besser zu dem, was ich so im Kopf habe. Ja. Was ist das jetzt? Das ist ein normales... Das ist eine spezielle Wachsmischung aus Bienenwachs und Paraffin, das eben so gut eingestellt ist, dass man es, wenn man es in der Hand hält, das halt bisschen, dass man es dann auftragen kann, weil es warm wird und elastischer. Aha. Hier sieht man das fertige Wachsmodell. Eben aus diesem speziellen Modellierwachs geformt. Ah, genau, und da sieht man auch den Holzkern. Den braucht man, wie gesagt, weil das Wachs elastisch ist und vor allem im Sommer wird es dann einfach nachgeben. Ne? Ja, und dann wird um das Wachsmodell, dann wird das hier getrennt, weil man ja zwei Schalen braucht, zwei Formen, damit man es auseinandernehmen kann. Ne? Mhm. Und wird also da drauf Silikonhaut aufgebracht mit einem Pinsel, mit einem sogenannten Streichsilikon. Ja. Da werden noch Schlösser angebracht, also ein Schloss, damit das auch später in Position bleibt. Dann wird die zweite Hälfte aufgebracht mit dem Pinsel wieder. Das muss also hier getrennt werden mit einem Trennmittel. Mhm. Dann wird die zweite Hälfte aufgebracht, da sind auch wieder Schlösser, damit es in der stabilisierenden Gipsform hält. Damit wird da der Gips drauf gegossen. Und dann haben wir eigentlich eine zweiteilige sogenannte Negativform. Ja? Also hier spricht man von einem Positiv, das ist dann die Negativform, die man dann wiederum ausgießt mit im Gießbox, also das der Gießer dann verwendet. Mhm. Ja. Mhm. Um das Gieß positiv kommt dann außen Schamott und Angusskanäle und Entlüftungskanäle. Und dann kommt das Ganze in den Ofen und im Ofen wird es erhitzt auf 200 Grad ungefähr. Dann läuft das Wachs raus aus der Form und man hat dann wieder eine Hohlform. Und da rein wird dann die Bronze gegossen und das Schamott wird zerstört. Ja, und dann
hat man eigentlich schon fast die fertige Bronze da mit diesen Kanälen eben. Das sind einfach so Rundstäbe mit 6 mm Durchmesser ungefähr und oben ist so ein Trichter, damit das reinläuft. Meistens wird es verkehrt rumgegossen so. Und die muss man dann entfernen und eben nacharbeiten. Das Nacharbeiten heißt ziselieren und patinieren eben. Das ist also sehr dunkel patiniert, die Figur jetzt da zum Beispiel. Ne? Das ist die Bronze. Das ist die fertige Bronze, genau. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist die Ursprungs. Mhm, das war das Urmodell eigentlich. Ja. War echt schon schwer. Mhm. Ja. Okay.